Willkommen zurück bei Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs auf der Nintendo Wii. Wir suchen jetzt Carla. Wir haben beim letzten Mal das Turnier der Legenden gewonnen, obwohl ich total schlecht war. Aber trotzdem haben wir es gewonnen. Und das Medikament, welches wir von Carlas Vater bekommen haben, zeigt keine Wirkung. Das ist eine überraschende Wendung in der Geschichte. Und jetzt ist Carla wütend und enttäuscht irgendwie abgehauen. Und wir versuchen sie jetzt zu finden. So, mal gucken. Da ist sie doch. Ach nee, doch nicht. Ich habe nur einen Pfeil gesehen. Entschuldigung, ich habe gedacht, ich habe Carla mit einem Stück Holz verwechselt. War keine Absicht von mir. So, wir reiten schnell wie der Wind. Unser Pferd ist ja auch Gott sei Dank wieder gesund. Altai war ja lange krank. War ja fast das gesamte Spiel über in Quarantäne. So, anhalten bitte und absteigen bitte. Ich wollte doch nur absteigen. Darf ich hier nicht absteigen? Oder geht's jetzt weiter? Ach, es geht hier weiter. Ich hatte jetzt gedacht, ich wäre schon am Ziel. Okay. Ich hab's ihm heimgezahlt. Mein Vater hat mich angelogen. Was hast du getan? Ich habe Herrn Hausmann angerufen und ihm von dem geheimen Labor erzählt. Ich habe ihm von allen Betrügereien der letzten Jahre berichtet. Jetzt ist es offiziell. Der Fun Guinness Reitstall darf nie mehr an Wettkämpfen teilnehmen. Und alle Preise werden Hey. aberkannt. Und was wird denn aus dir? Ich dachte, dein einziges Lebensziel wären die Wettkämpfe. Es ist besser so, als weiterhin bei den Wettkämpfen zu betrügen. Und außerdem, nach allem, was ich von dir gelernt habe, habe ich begriffen, dass die Wettkämpfe nicht das Wichtigste sind. Du hast bei Schirmer tolle Arbeit geleistet. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du hast ihn erstklassig gezähmt. Ich glaube eher, dass er es war, der mich gezähmt hat. Übrigens will er nicht mehr von hier fortführen lassen. Seit wir angekommen sind, starrt er in Richtung Schlucht. Hier haben Leon und Nina ihn nach dem Erdrutsch verwundet gefunden. Hier hat er seine Familie verloren. Hey, beruhig dich. Irgendetwas scheint seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, seit eben verhält er sich seltsam. Ein Fohlen. Aber die Stute hat gerade gefohlt. Lilly, was tust du? Bist du verrückt? Lilly! Carla? 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 Carla, hier ist eine gesunde Familie. Wir müssen sie umsiedeln. Kann es sein, dass diese Pflanze... Ich habe den Eindruck, dass Shyama seine Mustangs erkennt. Glaubst du, das könnte seine Familie sein? Aber sicher, das erklärt, warum er die ganze Zeit hierher zurückgekommen ist. Er wollte sich versichern, dass es ihnen gut geht. Es besteht die Möglichkeit, dass dies die Pflanze ist, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Diejenige, die den Schwarzklee unwirksam macht. Wie kommst du darauf? Diese Stute, sie hat vor kurzem gefohlt. Diese Pflanze muss also eine wohltuende Wirkung auf sie gehabt haben. Und sieh mal, sie ist schon wieder trächtig. Das heißt, sie ist nicht unfruchtbar.
Ich bin einigermaßen sicher, dass ich richtig liege. Nina sagte doch, dass die Wirkung des Schwarzglees von einer anderen Pflanze aufgehoben werde. Und das hier könnte diejenige welche sein. Ich kehre zur Ranch zurück. War doch mein Pferd hier, oder nicht? Ach nee, es war gar nicht mein Pferd. Wo ist denn mein Pferd? Pferd. Pfeife ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Pferd gerade ist. Okay, das war jetzt eine überraschende Wendung in der Geschichte, muss ich zugeben. Also ich hatte irgendwie gerade die ganze Zeit überlegt, nachdem das Heilmittel nicht das welche war, was wir gesucht haben, habe ich überlegt, ja, wie könnte denn jetzt der Turning Point dieser Geschichte kommen? Okay, dass Carla natürlich dann irgendwann mal auf unsere Seite kommt und eine ehrliche, freundliche Person wird, hatte ich mir schon fast gedacht. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass auf der anderen Seite der Schlucht oder was das jetzt war, noch trächtige oder fruchtbare Pferde leben. Ich habe die ganze Zeit auch, wo sie über diese Schlucht gesprungen ist, meinen Nunchuck und meine V-Motion krampfhaft festgehalten, weil ich eigentlich dachte, jetzt muss ich irgendwelche Quicktime-Event machen, dass ich da rüberkomme. Aber es war doch nur eine Videosequenz. Okay, wir wollen uns auch nicht lange aufhalten. Wir wollen schnellstmöglich zur Ranch zurück. Weil ich habe das Gefühl, wir sind kurz vorm Ziel. So, letzte Kurve. Damit sind wir an der Ranch angekommen. Jetzt kapiere ich. Ich verstehe jetzt, was passiert ist. Ich weiß, warum die Stuten unfruchtbar geworden sind. Alles ergibt jetzt einen Sinn. Die Stuten hatten keinen Zugang mehr zu ihren natürlichen Heilmitteln und haben sich deshalb an dem Schwarzklee vergiftet. Und daran ist nur dieser Erdrutsch schuld. Ich kapiere gar nichts. Angenommen, du nimmst zwei Nahrungsmittel zu dir. Eines, das dir gut, und ein anderes, das dir nicht gut bekommt. Beide heben sich gegenseitig auf, weshalb du gesund bleibst. Stell dir jetzt mal vor, dass du an die gute Nahrung nicht mehr herankommst und aus Gewohnheit nur noch die schlechte isst. Dann wirst du krank. Die Mustangs sind seit dem Erdrutsch nicht mehr an diese Pflanzen herangekommen. Abgesehen von Chiamas Stute, die an dem Ort festsaß, wo die Pflanze wächst. Wenn sie jetzt schwanger ist, dann nur, weil die Pflanze wirkt. Ich hoffe, deine Theorie trifft zu, Leon. Das hoffe ich auch, Lilly. Es funktioniert. Die Pflanze. Sie hebt die Unfruchtbarkeit auf. Bist du sicher? Ja, es wird dauern, bis die Stuten wieder genesen sind. Aber es wird schon. Oh, klasse! Sie sind gerettet, Lilly. Geschafft! Lilly, was ist? Ich dachte, wir schaffen das nie. Jetzt wird alles gut. Wir haben es geschafft. Sie sind gerettet. Ach, übrigens, Lilly, ich werde ab jetzt bei dir wohnen. Was? Ja, ich war bei deinem Onkel. Er ist einverstanden. Dylan? Nein, das kann nicht sein. Mein Vater hat dann keinen Einfluss mehr auf mich. Und nach allem, was ich seinem Reitstall angetan habe, macht er mir die Hölle heiß. Das ist ein Witz, oder? Aber nein. Ausgeschlossen. Aber meine Koffer sind gepackt. Ich muss sie nur noch abholen. Wir sind belegt. Carla wirklich bei mir wohnen wird? Ich weiß es nicht. Aber immerhin verdanken wir ihr es, dass wir die Mustangs retten konnten. Wenn sie Chiyama nicht gezähmt hätte, hätten wir die Pflanze zu ihrer Heilung nie gefunden. Jetzt, da wir das Geheimnis der Mustangs gelüftet haben, muss ich das Reservat verlassen. Aber ich bin glücklich. Glücklich, den Mustangs geholfen zu haben. Glücklich wegen Carla. Einfach rundum glücklich.
Ja, und ich bin auch glücklich. Ich bin glücklich, dass ich das Spiel Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs auf der Nintendo Wii, gespielt habe. Warum? Weil es mir gefallen hat. Die Grafik hat mir gefallen, die Geschichte hat mir gefallen, das Spiel als solches hat mir gefallen. Nicht so gefallen hat mir die aufgezwungene Bewegungssteuerung, die aber zu 90% super funktioniert hat. Und diese ganzen Fails oder diese ganzen schlechten zwischendurch Turnierergebnisse, das liegt einfach daran, weil ich Bewegungssteuerung echt nicht gut kann. Aber wenn ihr eine Wii oder Wii U besitzt, was ich eigentlich immer noch jedem empfehle, und ihr habt 6, 7 Euro übrig und wollt ein schönes Reitspiel, empfehle ich euch genau dieses Spiel. Also habt ihr eine Switch, kauft euch Ostwind. Habt ihr eine Wii, kauft euch Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal, sage ich schon mal. Ich weiß nicht, was da kommt. Bevor ich mich endgültig verabschiede, warte ich mal, bis der Abspann vorbei ist. Leider keine Musik, so ein stummer Abspann ist ein bisschen schade. Ich muss aber sagen, ich fand auch, weil ich noch sagen wollte, diese Welt, wo ich da rumgeritten bin, echt riesig. Also ich habe gedacht, ja, ist halt ein Wii-Spiel. Da wird das nicht so riesig sein. Aber ich habe mich vertan. Ich glaube, der Story-Modus ging jetzt so 4 Stunden. Kommt das hin? 4, 4,5 Stunden. Vollkommen ausreichend für den Story-Modus. Und jetzt gibt es ja noch diesen freien Modus. Ich gehe mal gerade auf diese Hülle, guck mal gerade auf diese Hülle. Da steht, ich guck mal gerade. Genau, reite mit deinem Pferd völlig frei durch weite Landschaften und entdecke wilde Herden. Ja, und ich denke mal, dass wir das auch weiterhin machen werden. Also Ostwind bleibt ja hier weiter auf diesem Kanal im Programm. Da gibt es noch viel zu spielen und viel zu tun. Und ich denke mal, bei diesem Spiel auch, und deswegen wird das auch wahrscheinlich länger im Programm bleiben. Und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Schade finde ich auch, dass nicht alles vertont wurde. So musste ich halt vorlesen. Aber ich hoffe, das war nicht ganz so schlecht mit dem Vorlesen. Aber auch gute Synchronsprecher, muss ich zugeben. Also waren es keine Amateure. Klang sehr gut, die Stimmen, fand ich, haben super zu den Charakteren gepasst. Und einfach ein schönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Gibt nicht viele Kritikpunkte. Wie gesagt, halt nur die Bewegungssteuerung, liegt aber mehr an mir als an der Steuerung selbst. Und dass nicht alles vertont war. Aber auch damit kommt man klar. Die Ladezeiten sind sehr angenehm, wenn man in einen neuen Bereich kommt. Lädt er ja mal ganz kurz den neuen Bereich und ist vollkommen okay alles. Und der Abspann dauert länger, wie ich dachte. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch so reden soll. Ja, ich werde mal mich noch erkundigen, ob es nicht noch andere Pferdespiele gibt. Vielleicht gibt es ja von dieser Abenteuer auf dem Reiterhof-Serie noch mehr. Warum auch nicht? Hat ja gefallen. Ja, eigentlich bin ich jetzt mit meiner Rede fertig, nur der Abspann nicht. Und leider ohne Ton. Wenn ich jetzt gar nichts sage, wird auch langweilig. Und ich möchte euch ersparen, dass ich hier singe. So, ihr habt es gesehen, 2008 kam es raus. Und mal gucken, da haben wir jetzt einen Ladebildschirm, ob wir jetzt irgendwas Feines freigespielt haben. Ich denke nämlich mal, weil ich auch nur 20 Goldpokale, nur 18 Goldpokale, oh, am nächsten Tag. Also ich kann hier auf jeden Fall weiterreiten, so wie ich das möchte. Das habe ich auch gehofft. Also können wir immer weiterspielen. So, jetzt haben wir die Story abgehandelt und jetzt haben wir hier, wie man sieht, den freien Modus. Und das ist herrlich und deswegen
werde ich dieses Spiel auch weiterhin auf diesem Kanal zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei dem Spiel Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs auf der Nintendo Wii, euer MyGamingWorld81.